Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Spin Tires mit Octriamish. Das Ziel für die heutige Folge oder für die nächste Zeit ist folgendermaßen: natürlich sämtliche Verdeckungen aufdecken. Zweitens wollen wir uns zu dem Fahrzeug hier vorne aufmachen. Und dieses reparieren. Meines Wissens nach ist dieses Fahrzeug beschädigt. Dazu bauen wir jetzt diesen Wagen hier um. Krankwagen möchte ich gar nicht anbringen. Carriage Card muss jetzt nicht sein. Mehrzweckanhänger nicht verfügbar. Warum nicht? Schade. Ups. So. Kranwagen. Kranstütze. Frontauspuff. Aber der ist umgebaut. Kann man, glaube ich, besser tauchen oder so. Wie sieht das jetzt aus? Ach, da ist er. Mhm. Gut. Gut, okay. Werkstatt. Eine Ladefläche. Angebaut. Achso. Moment. Der Werkstattanhänger ist trotzdem nicht verfügbar. Wahrscheinlich bräuchten wir dafür einen, ja, Anhänger. Hm. Mehrzweckbauteil. Ich weiß nicht, was das alles kann. Dieses Teil setzen wir jetzt... Oh, man kann es von hier aus schlecht sehen. So, diesen Anhänger setzen wir jetzt mal dran. Schade, ich würde gerne sonst noch irgendwas anbauen. Große Räder bauen wir auch rein. Ja. Ich glaube, sehr viel mehr geht jetzt nicht. Schade. Oh, ich sollte natürlich auf meiner Karte vorher den Weg markieren. Hier durchs Wasser. Hier entlang. Zum Kraftstoff. Hier runter. Hier hin und zu dem Lader. Den reparieren wir dann. Warum kann ich jetzt keinen weiteren Klick mehr machen? Na gut, dann halt nicht. Wahrscheinlich habe ich mehr als genug Punkte gesetzt. Machen wir die Differentialsperre an. Das sorgt dafür, dass wir auf dem matschigen Boden etwas besser zurechtkommen. Allrad auf, damit wir über den Matsch kommen. Und jetzt geht's wieder durch das erste Gewässer. Hoffentlich überleben wir das. Noch haben wir keinen Schaden. Wir kommen raus. Jawohl, Freunde. Nur noch durch diesen Dreck. Und die Sache ist erledigt. Ich bin jetzt auch ein klein wenig besser ausgerüstet, wenn der Wagen jetzt nicht umkippt. Dann kann ich ihn bei Beschädigung auch reparieren. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Fortgeschritten G reparieren. Dann
wieder rechts. Wir wollen eigentlich da lang, wo wir vorhin auch lang gefahren sind. Also in der letzten Folge, finde ich, ist es vorhin. Wir wühlen uns hier durch. In der Hoffnung, auch irgendwann mal anzukommen. Dann möchte ich mit dem kleinen Wagen weiterfahren, sofern wir den dann wieder aufkoppeln können. Bin mir nicht sicher, ob der nur repariert werden muss oder ob der auch noch Treibstoff braucht. Dann wäre ich natürlich mit dem anderen Wagen, mit dem Tankwagen, besser beraten gewesen. Wir haben hier in-game schon 17.05 Uhr. Das heißt, es wird später auch dunkel. Wahrscheinlich wird die nächste Folge dann eine Nachtfahrt sein. Auch interessant, auch schön. Wir haben einen Scheinwerfer. Im Moment sieht man nichts davon. Ja. Letztendlich müssen wir nur hier rauskommen. Das sitzen da. Wir machen was ganz anderes. Hier geht anscheinend eine Straße lang. Wir folgen der Straße bis zur Verdeckung. Und das machen wir jetzt erstmal. Der kleine Wagen, der kann warten. Weil die Strecke sind wir das letzte Mal schon abgefahren. Das möchte ich euch jetzt nochmal antun. Muss nicht sein. Und den werden wir irgendwann ein anderes Mal holen. Außerdem spielen wir dann nicht wieder Jagd auf Rote Oktober mit unserem LKW, wenn wir unser Fahrzeug als ein U-Boot missbrauchen. Das muss ja jetzt nun wirklich nicht sein. Ich befürchte aber, so wie das Navi uns schickt, man sieht es hier an diesem roten Strich, werden wir gleich nicht fahren können. Und sobald ich hier aus diesem Matsch raus bin, gucken wir mal, wie wir stattdessen fahren können. Besser fahren können. Ist das hier eine Straße oder was ist das? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns lieber auf kein Wagnis ein. Ich glaube, es schon gefragt genug, wenn wir gleich da vorne runterfahren. Das sieht nämlich an meinem Abhang aus. Ich möchte mich hier nicht überschlagen, aber auf der anderen Seite wagt, der nicht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und solange ich wage und irgendetwas Seltsames passiert, habt ihr zumindest etwas zu lachen. Das ist doch auch schon mal etwas. Es sieht so aus, als wäre das halbwegs ungefährlich, wenn überhaupt irgendetwas in diesem Spiel ungefährlich ist. Ich werde nach links fahren und der vermeintlichen Straße folgen. Uns das hin? Ich weiß es nicht. Aber sobald ich einen geeigneten Weg finde, um zur nächsten Verdunkelung zu kommen, werden wir natürlich genau den nehmen.
Ich habe hier gerade so ein Auge auf die Treibstoff, auf den Treibstoffverbrauch. 12 Liter pro Minute, das ist jetzt ganz begeisternd. Sehe ich das richtig, dass da vorne eine Kurve kommt? Oh, was ist das hier? Das ist kein Weg, es geht einfach nur so ein Hügel lang. Wir fahren da vorne die Kurve entlang, sofern ich die Kurve kriege. Das sieht doch schon halbwegs vom Abend aus hier, wo wir jetzt gerade langfahren. Ich befürchte nur, dass wir uns immer weiter von unserem Ziel der Verdeckung, die wir aufdecken möchten, wegbewegen. Deshalb denke ich, jetzt ist Zeit für ein kleines Abenteuer. Wir schlagen uns einfach mal hier in die Räume. Ich fürchte, die Straße geht hier oben weiter. Hier und dann hier. Meine Güte, wir haben noch so einiges aufzudecken, Freunde. Ja, das ist diese Straße hier, auf der wir uns bewegen. So, dann können wir immer von überall aus sehen, wo wir eigentlich lang müssten, um zur Verdeckung zu kommen. Wir müssten eigentlich nur den roten Stich folgen. Ich weiß, es ist eine ganze Menge Konjunktiv. Wir müssten, wir könnten. Wenn das klappt, schlage ich jetzt rechts. Reiß wahrscheinlich ein paar Bäume mit um. Jo, was habe ich gesagt? Und bestimmt werden wir auch gleich. Oh, hat überlebt. Viel Spaß mit diesen Bäumen hier haben. Das auch. Ich glaube, ich komme nicht vom Fleck. Na, da wissen wir ja, was wir machen können. Seilwinde an. Oh, schade. Kein Punkt, an dem ich mich festklammern kann. Vergesst das mit der Seilwinde. Ich denke, ich habe einen Fahrradantrieb an. Aber passiert da nichts. Handbremse machen. Na bitte. Warum denn nicht gleich so? Vielleicht komme ich hier durch. Gucken wir uns das mal an. Ja. Fein. Voilà. Ein bisschen weiter nach rechts haben wir den scheinbar. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum, vermute ich. Ich habe keinen Schaden genommen. Hey, immerhin. Die Frage ist jetzt, kann ich mit dem Anhänger zurücksetzen? Das hat allen Anschein nach funktioniert. Ich versuche jetzt rechts wieder rauszukommen. Ja, das klappt. Das scheint tatsächlich zu klappen. Da ist der nächste Baum. Und da hinten ist Wasser, befürchte ich. Wie nahe sind wir der Verdunklung, der Verdeckung? Ich wusste nicht, wo wir hier gefahren sind. Gut, weiter geht's. Sieht ganz gut aus. Davon ist. Sehe ich den Finger? Wenn ich es schaffe, rechts an dem Baum vorbeizukommen. Der Wagen bewegt sich mal wieder keinen Millimeter. Toll. Schön. Warum? Handbremse anziehen. Seilwinde raus. Ein Stückchen ziehen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich mit voller Wucht gegen den Baum. Jo.
war nicht ganz so der Plan, den ich hatte, aber hey, Hauptsache wir kommen weiter. Da kann man nicht allzu wählerisch sein, aber ich befürchte, das ist immer noch nicht so ganz optimal. Das ist der nächste Baum. Klar. Oh, Baum. Wie könnte das passieren? Der Wald ist in einem schlechten Zustand. Überall stehen Bäume. Kommt nur mit. Gut, okay. Gleich erwartet uns das nächste maritime Abenteuer. Und bevor wir uns das antun, beende ich an dieser Stelle die Folge und wir können uns in der nächsten Folge auf eine Runde Planschbecken freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss und danke fürs Zuschauen.